Herr Landeshauptmann Sausgruber, soeben wurden Ihnen von der Bürgerinitiative Unser Rohrspitz 5000 Unterschriften überreicht. Welche Schritte werden Sie nun einleiten? Nun, das Verfahren läuft. Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz bemüht sich, Pro- und Kontra-Argumente abzuwägen. Die Sachverständigen sind beauftragt, ihre Gutachten abzugeben. Zum Teil sind sie schon abgegeben. Es werden noch Verhandlungen geführt und ich greife nicht in ein laufendes Verfahren ein. Am Schluss wird dann die Entscheidung zu treffen sein. Und bis wann kann man mit ersten Ergebnissen rechnen, Ihrer Meinung nach? Ich möchte hier keine Zeitangaben machen. Die Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Es muss sehr gut aufgearbeitet werden und die Bezirkshauptmannschaft, diesen Eindruck habe ich, bemüht sich sehr, das sorgfältig aufzuarbeiten, dass dann die Entscheidung getroffen werden kann.